In diesem Video erkläre ich dir eine direkte Erfolgsermittlung mit anschließender Verbuchung. Wir beginnen mit der Ermittlung des Betriebserfolgs. Hierbei werden im GmV-Konto die Summe der Erträge und die Summe der Aufwände gegenübergestellt. Wenn wir uns die Angabe anschauen, dann haben wir zwei Erträge. Wir haben Warenverkäufe in der Höhe von 87.300 Euro und Provisionserträge in der Höhe von 8.200 Euro. Das ergibt insgesamt Summe von Erträgen in der Höhe von 95.500. Dazu haben wir noch die Summe der Aufwände zu ermitteln. Hier haben wir drei Aufwände. Wir haben Mietaufwände mit 6.200 Euro. Wir haben Löhne mit 35.600 und den HW-Einsatz mit 38.380 Euro. Wenn wir diese drei Teilsummen addieren, erhalten wir Gesamtaufwände in der Höhe von 80.180 Euro. Und man sieht auf den ersten Blick, wir haben mehr Erträge wie Aufwände. Es handelt sich hierbei um einen Gewinn. Dieser Gewinn wird ermittelt, indem wir die Differenz bilden von Erträgen und Aufwänden, indem wir von 95.500 80.180 abziehen. Wir erhalten als Gewinn 15.320 Euro. Damit können wir die notwendigen Abschlussbuchungen durchführen. Zuerst schließen wir das GmV-Konto ab. Das GmV-Konto wird ja an das oder beziehungsweise gegen das Kapitalkonto abgeschlossen. Und wenn wir einen Gewinn erzielen, dann wird das Kapitalkonto größer. Und das heißt, bei einem passiven Bestandskonto, es steht im Haben. In diesem Fall muss das GmV-Konto als Gegenkonto mit 9.890 im Soll stehen. Der Buchungssatz lautet 9.890 GmV an 9.000 Kapital mit der ermittelten Summe bzw. des Gewinns von 15.320 Euro. Was jetzt noch fehlt, ist der Abschluss des Kapitalkontos selbst. Dies müssen wir zuerst noch berechnen. Wir hatten am 1.1. ein Eigenkapital von 145.000 Euro. Zu diesem kommt jetzt der Gewinn von 15.320 Euro hinzu. Wenn wir hier die Summe bilden, erhalten wir 160.320 Euro. Das Kapitalkonto wird an das SBK abgeschlossen und als passives Bestandskonto steht es im Soll und das SBK-Konto im Haben. Der Buchungssatz lautet in diesem Fall 9.000 Kapital an 9.850 SBK mit einer Summe von 160.320 Euro.